Und damit hallo und herzlich willkommen auf dem Kanal Erklärungsnot. Meine Wenigkeit ist der Harte Dien, das schöne Spiel Permafrost. Habe ich gleich auch Kältung gekriegt im ganzen Winter-Setting hier. Ja, gute Klung und ich habe es angefangen. Die erste Folge ist schon raus und die zweite seht ihr jetzt hier bei mir allein. Ich habe mir jetzt überlegt, ich fange schon mal an, zumindest so ein paar Wände zu bauen und mal diese Aufgabe abzuschließen. Damit wir das auch mal gemacht haben. Ich weiß halt nicht genau, was dann passiert, das werden wir dann gleich sehen. Ne? Wir haben jetzt noch zwei Holzwände, müssen wir bauen. Ich habe es jetzt ein bisschen kurios gebaut, weil ich einfach ausprobieren wollte, wie es geht. Das Problem bei mir ist jetzt, ich weiß nicht, ob ihr es beim Flunder auch gesehen habt, er hat Nein gesagt, aber ich bin mir jetzt nicht sicher. Ist, ihr seht es hier drüben, ich könnte das Baumenü auswählen. Baumenü, ne? Gibt auch noch viel, aber ihr seht halt, ich habe diese, ja, dieses Gequatsch hier drüben halt, diese Informationen. Und die kann ich nicht ausschalten. Das ist leider, ja, kann ich nichts machen. Ich weiß nicht, warum das bei mir ist. Jetzt könnte ich rausgehen und das nochmal anfangen oder beziehungsweise nochmal machen. Die Problematik an der Sache ist, dass ich nicht speichern kann im Spiel. Das darfst du in der Demo nicht. Das ist dadurch schlecht. Ja, deshalb, ja, müssen wir es leider so akzeptieren, wie es ist. Ist ein bisschen blöd, weil es nimmt uns leider sehr viel Platz weg, was wir bräuchten zum Gucken. Aber was soll's. Was soll der Geiz, ja, ne? Ja, wir haben ja schon mit Klon gesagt, ist eigentlich ein ganz geiles Spiel. Es hat Potenzial, es ist natürlich noch ein bisschen ungewohnt, weil wieder alle Mechaniken ein kleines bisschen anders funktionieren, als man es gewohnt war. Ich habe jetzt auch herausgefunden, wenn man J drückt, hat man eben die Möglichkeit, seine Fertigkeiten zu gucken, zum Beispiel Spitzhacke und so weiter. Und da ist dann eben ähnlich wie bei Dawn of Deviance, dass du halt ja die Äxte zum Beispiel dann 10% zusätzlichen Schaden bei Bäumen machen und ein kleines bisschen länger halten und so weiter, ne? Das ist ganz cool. Dann haben wir natürlich noch ein paar Quests. Verlorene Wege, Aufklärung im Süden, Norden, Westen, Osten. Ganz klar, das sind die Klassiken halt, ne? Dann hast du hier Aufnahme des Spiels im Osten. Kannst du lesen. Gibt es auch noch so Notizen eben. Das ist die Welt. Wo dann hier steht, was du kriegst zum Beispiel von dem Kaninchen oder vom Rothirsch. Das finde ich ganz cool. Das vermisse ich in vielen Spielen. Dass du da halt auch gleich nachlesen kannst, was ist da und so weiter, ne? Also, oder was droppen die? Das ist ganz geil. Natürlich haben wir auch die Karte. So, und wir sollen ja hier einen Unterschlupf bauen. Wenn ich das richtig verstanden habe. Wie gesagt, das ist ein bisschen komisch mit der Map. Weil eigentlich wäre das Symbol irgendwie hier oben. Das Gelbe, wenn ich es richtig verstanden habe. Aber ja, da kann ich ja gar nicht hin. Aber hier steht ja auch, baue zur Not einen Unterschlupf. Ich weiß auch nicht, ob der jetzt meint auf dem Turm oder ob ich einfach hier so ein Ding hinzimmern soll. Ich weiß es nicht, Leute. Ich mach's einfach. Der Sound ist voll. Also ich habe den voll hochgedreht. Also nicht wundern in der Aufnahme, tut mir leid. Mehr ist halt nicht. Und es ist ganz cool, aber man versteht halt auch nicht so richtig, ja, also. Das ist halt Klassiker, ne? Was soll ich machen, ne? Aber es sieht cool aus mit den, wie die Wände aussehen. Das ist nicht schlecht. Und so einen Hund haben wir auch. Klappt mehr schlecht als recht, aber mal sehen, ob der dann mit uns mitläuft, wenn wir rausgehen. Wir hauen das mal das Haus hin. Ich weiß auch nicht, vielleicht gibt es eine Vorgabe, wo ich es hinbauen soll. Ich habe keine Ahnung. Jetzt muss er noch theoretisch eine Wand setzen. Ich habe es aber gleich noch ein bisschen größer gebaut, dass für den Fall, dass wir jetzt eine Werkbank reinsetzen müssen oder was, dass wir da zumindest noch ein bisschen Platz hätten. Das ist auch ganz nett gemacht, wie er das baut. Das muss man natürlich noch ein bisschen verbessern, weil da, wenn du das drückst, dann, ihr seht schon, selbst bauen kannst du leveln, guck an. Das setzt das falsch. Jetzt haben wir natürlich nicht mehr so viele Ressourcen. So, jetzt kann man einen Holzboden oder ein Dach. Geht das als Dach? Ja. Zählt das dann auch, wenn ich es baue? Ah, ja, zählt, okay. So, dann machen wir hier einfach mal das Dach zu. Dann haben wir die zwei fertig. Ganz schön dunkel. So, das haben wir nämlich jetzt. Baue eine Werkbank. Jetzt geht das nämlich los. Das habe ich mir nämlich gedacht. Jetzt müssen wir nämlich eine Werkbank bauen. Da müssen wir aber erstmal gucken. Ja, das habe ich jetzt nicht gelesen, Mist. Baue ein Bett, baue ein Lagerfeuer, optional sammle Holz, ja. Das ist nämlich, da gibt es nämlich auch nochmal extra Holz, was ihr sammeln könnt. Eben fürs Lagerfeuer, schätzungsweise. Ja, Haufen kaputtes Werkzeug, das kannst du bestimmt reparieren. Weil eine Werkbank wäre ja schon interessant. Ich meine, das ist klassisch so, ne? Und der Klungo war zum Beispiel jetzt so, dass er gesagt hat, ey, das ist ein cooles Spiel. Wir erkunden erstmal. Und ich mache jetzt mal peu à peu erstmal die Standardsachen, weil interessiert ja auch, wie ist die Werkbank aufgebaut, wie funktioniert das dort, was muss man bauen und so weiter, ne? Inventar voll, ja, okay. So, jetzt weiß ich aber nicht, wie eine Werkbank geht, muss ich ehrlich zugeben. Ob das jetzt im Baumenü ist oder nicht. Unser Haus ist nicht schlecht, ist ein bisschen offen und ein bisschen, ja, ein bisschen dunkel. Aber du willst machen. Das Leben ist kein Ponyhof.
Genau, da muss man nämlich B drücken, dann die rechte Maustaste und dann kommt noch dieses Baumenü hier drüben eben. Ne? Und da kann man noch, ach hier, es ist Q und E. Na, ich sage ja, durch das Lesen kannst du das gar nicht so richtig. Da ist die Werkbank, guck an. Und da haben wir Lagerkiste, okay. Werkbank brauche ich das. So, da können wir die herstellen. Machen wir einfach mal. Geht das? Ja. Nice. Ja, dann hämmert er halt nach links, ne? Das muss man nochmal abändern. So, jetzt haben wir die gebaut. Gehen wir mal ran, gucken wir mal. Interaktieren. Ach, okay, die verlangen dann tatsächlich ein Dach dafür. Das ist ja scheiße jetzt. Darauf war ich nicht vorbereitet. Ja, da bauen wir halt noch ein Dach. Kann ich auch bestimmt nicht mehr, ne? Doch, eins habe ich noch. Ja, hämmer hin, das Ding. Jetzt ist so stockduster. Alter. Kannst du bloß schätzen, wo die Werkbank steht. Ja. Hätte man vielleicht ein Fenster bauen müssen? Hä? Holzdach, okay. Das ist ja blöd. Warte mal, kann ich jetzt eine Fackel bauen? Das ist ja wieder klassisch hier. Arbeitsstationen. Habe ich aber auch nur das. Da gibt es dann vielleicht eine Fackel, weiß ich nicht. Oh, hier, guck mal. Blecheingang gibt es auch. Also gibt es natürlich auch Blech und so, ne? Gibt es dann sicherlich andere Materialien. Ja, und jetzt haben wir das alles gebaut, aber jetzt sehe ich die Werkbank nicht mehr. Also ich sehe, dass sie hier ist, aber ich kann sie nicht mehr anwählen. Das ist, also, tut mir leid, aber das ist schon ziemlich doof. Hä? Aber es wurde doch ein Dach benötigt. Kann ich das abreißen? Nee. Ja, geil. Also wir haben eine Werkbank. Können sie aber nicht benutzen. Wollen wir nicht sehen. Ich bin doch im Unterschlupf, alles gut. Das ist, ja. Jetzt können wir erstmal was essen, warte mal. Aber zu trinken habe ich nichts, ne? Oder warte mal, ich habe Alkohol. Boah, krass, das bringt gar nichts. Wow. Ach ne, ich bin erschöpft, okay. Ich bräuchte jetzt ein Bett, habe ich aber nicht, weil ich ja dazu die Werkbank brauche. Also muss ich jetzt erstmal wieder mein Zelt aufbauen. Dann ist es so. 20 different structures in any location. Habe ich gemacht, ja. Gab es gleich mal Achievement. So, jetzt haben wir geschlafen, haben ein bisschen Hunger, aber das ist okay. Wir könnten natürlich auch einfach mal unsere Lampe benutzen, ne? Also, das finde ich jetzt ziemlich doof. Warum kann ich jetzt die Werkbank nicht benutzen? Was soll da Scheiß denn? Ist das ein Bug oder was? Ich kann ja aber auch nichts wegbauen jetzt wieder. Oder kann ich die wieder aufheben? Nee. Hä? Habe ich die falsch schon gebaut vielleicht? Aber es wäre auch Quatsch. Nee, okay. Ja, ja, nice. Dann kann man bloß nochmal versuchen, das weiterzubauen und hoffen, dass es dann funktioniert. Ja, das sind so die typischen Anfänge des Spiels. Oder es geht nicht, weil ich das mache, vielleicht weil ich Holz brauche, weiß ich nicht. Die Axt geht nicht, genau. Warte mal, die geht, glaube ich. Ja. Ich glaube, den ist kalt, du. Oh, der hat Hunger, der Junge. Schon wieder. Mal aufpassen, dass wir nicht vom Baum erschlagen werden, du. Okay, aber essen können wir ja. Essen haben wir ja noch ein bisschen was. Aber das war's. Was ist das hier? Kaffeebohnen. Ach, guck an, den habe ich noch gar nicht gesehen. Ja, es ist schwierig. Du weißt ja noch nicht, macht was Sinn, was wegzuschmeißen. Brauchst du irgendwas? Oder ich habe hier keine Ahnung. Ein Lagerfeuer und baue das Bett. So, und ich gehe aber davon aus, dass Bett und Lagerfeuer an der Werkbank zu machen ist. Wo ich aber leider nichts machen kann. Man kann die aber auch nicht irgendwie abbauen. Aber vielleicht geht's mit der Axt, ich weiß nicht. Manche Spielen geht das ja. Nee. Nee, du. Wenn ich jetzt drauf gehe und gehe auf Q. Nee. Ich glaube, jetzt hat es komplett einen Meiser. Ah, guck mal, das geht auch. Ach, guck. Taschenlampe, okay. Bauen. Ach so, ja. Abreißen, da ist es doch. Okay. Ja, nice. Das ging. Okay. Vielleicht haben wir jetzt Glück und können es nochmal bauen und dann geht es hier. Vielleicht geht es hier besser. Ich weiß es nicht. Vielleicht ist auch zu wenig Platz. Aber du solltest ja nur zwei Foundations bauen. Also ich. Okay. Wir probieren es.
So, jetzt drücken wir Q. Jetzt drücken wir die Werkbank. Hoffen wir, dass es jetzt geht. Das wäre blöd. Die brauchen wir schon, ne? Zum Öffnen F. Drücke ich gleich. Okay, jetzt sind wir drin. Jetzt sind wir drin, Leute. Wahrscheinlich. Verbesserte Steinspitzhacke. Aha, okay, cool. Kerzenschlafsack, aber das ist jetzt gleich... Oh, Tribal-Kapuze. Hör mal auf, du. Was bringt die denn? Das steht nicht da. Ihr seht's... Reparieren, herstellen, okay. Ihr seht's, dass... wie gesagt, die Schrift ist nervig. Ich kann aber auch nichts... Ich habe schon gedacht, wenn ich oben drücke, aber das zählt für die Werkbank. Das ist die Demo-Version, aber da kann ich nichts draufklicken irgendwie. Das ist echt nervig. Ich kann hier nichts... Das kann das nicht wegdrücken, die Schrift. Das ist zum Kotzen. Kann man mal so sagen. Ach, guck mal, Tribal-Stiefel, hier wird man es mal sehen. Das bringt sogar Armor. Das heißt, das macht schon Sinn, das herzustellen. Dann machen wir das einfach mal. Gucken wir mal. Okay, rüstet er das dann aus? Nee. Okay, wo ist das jetzt? Keine Ahnung. Da haben wir Ach, Tribal-Jacke gibt's auch. Scheiße. Tribal-Handschuhe, Tribal-Hose. Alter, alles klar, ein IZG. Junge. Eine Hosenfalle gibt's? Okay, nice. Was ist denn das? Nee, ich brauche erstmal. Ich baue mal Klamotten. Aber ich weiß nicht so richtig, wie das jetzt funktioniert, ob da das jetzt. Weil wir haben ja auch noch. Das ist auch. Überlebenden Uniform. Achso, wir haben der Uniform gefütterte Bergsteigerhose. Haben wir auch noch Plätze und im Rucksack haben wir auch Plätze. Aha, okay. Interessant. So, okay. Ach, und dann liegt das hier. Okay, nice. Aber zieht es nicht selbst an, das müssen wir schon machen. Können wir erstmal gucken, was bringt's. 3 und 34, guck mal an. Jo, das nehmen wir. Junge, das nehmen wir. So, Kapuze, 26. Bringt aber nur 28. Egal. Machen wir trotzdem. Dann haben wir 30 und 28. Alter, sieht aus, ey. Hauptsache brutal aussehen, ne? Das ist wichtig. Das ist wichtig. Handschuhe haben wir schon. 25. Ich kann halt nicht sagen, ob das besser ist jetzt. Ich weiß es auch nicht. Wir stellen es einfach mal her. Kann ich? Ja, okay, kann ich. Nice. Das ist cool. Wir können mehreres herstellen. So, jetzt muss man das wieder wegnehmen. Ah gut, das ist ein bisschen komisch, ob man das jetzt geil findet. Weiß ich nicht. 31, 25. Das bringt also was. So. Und hier haben wir jetzt 2 und 36, 38, aber haben dafür 2 Armor. Ja, nehmen wir einfach mal. Was soll der Geiz? So, jetzt sind wir erstmal gut ausgestattet. Jetzt haben wir erstmal Beschrüstung, ne? Ich kann mal los machen, ja. In der Kälte. Was gibt's noch? Steinachs gibt's, Kerzen immer noch. So, habe ich was vergessen. Verbesserte Feuersteinaxt. Fehlt Stoff, klar. Verbesserte Feuersteinspitzhacke. Oh, was brauchen wir dafür? Schrott, cool. Seil, aber was kannst du mit Seilen machen? Ich weiß nicht. Es ist halt jetzt, wir können jetzt reparieren auch. Ach, guck mal, wenn wir jetzt, okay, das ist cool. Dann kannst du das alles auch reparieren. Das ist natürlich nicht schlecht. Ja, das müssen wir auch mal reparieren. Machen wir einfach mal, lassen erstmal die Standardsachen. Das ist nur okay. So, gut, schick. Jetzt müsst ihr aber noch bauen ein Bett und bauen ein Lagerhaus. Und da ist jetzt das Problem. Wie baue ich denn ein Bett, meine lieben Freunde? Kann mir das jemand sagen? Hier nicht. Hier nicht. Behältnisse. Ach, Landwirtschaft. Ach, hier. Ach, geht's noch weiter. Boah, das ist natürlich... Okay, das ist natürlich nice. Brauchen wir Schrott, na klar. Ist logisch. So, ein Lagerfeuer. Ja, sehr wahrscheinlich draußen, oder? Oder muss ich das drin bauen? Ich weiß nicht. Kann nicht in der Luft gebaut werden. Ja, das hatte ich nicht vor eigentlich. Holzfundament. Also, es muss aber dann schon auf ein Fundament setzen, so wie es aussieht. Naja, kannst du auch hier draußen, okay. Aber nicht überall. Okay, das ist ein bisschen komisch. Das verstehe ich jetzt nicht. Warum? Was ist denn jetzt das Problem? Hä? Keine Ahnung. Setzen wir es hier hin, ich weiß es auch nicht. So, wenn wir jetzt F drücken. Haben wir hier natürlich ganz klassisch primär. Da würde ich jetzt mal das Fleisch reintun. Dann ist das... Ich sehe es halt nicht. Ich kann es nicht lesen. Das ist scheiße. Aber ich kann nicht aus dem Spiel gehen, weil ich nicht speichern kann. Da muss ich alles normal machen. Weil, als ob wir jetzt so viel gemacht hätten. Aber
da hat jeder halt dreimal oder zehnmal dasselbe. Ist ja auch nervig. Ich habe wahrscheinlich keinen Feuerstein mehr, so wie es aussieht. Aber egal, wir lassen es erstmal drin. Jetzt müssen wir noch eine Kiste bauen. Ne, ein Bett bauen. Okay. Das kriegen wir ja vielleicht hin. B. Zack. Ofen finde ich schon geil. Holzhocker. Holztisch. Holzstuhl. Holzregal. Ein Bett. Arbeitssachen. Achso, das ist dann nochmal so unterteilt. Okay, nicht schlecht. Ein Bett kann ich bauen, offensichtlich. Nee, fehlt mir Stoff. Schade. Ja, fehlt mir Stoff. Okay, dann müssen wir erstmal Stoff herstellen. Dann muss ich wieder warten, erstmal rausgehen. Dann müssen wir hier mal noch Stoff suchen. Da ist Stoff. Also die Steuerung ist etwas, okay, ich weiß auch nicht, was ich davon halten soll. Ist noch nicht so richtig geil. Kann ich einfach einen Schlafsack bauen? Da brauchen wir aber wieder, müssen wir da jagen gehen. Okay, naja, gut. Na gut. Dann können wir zumindest erstmal nochmal Holz holen fürs Lagerfeuer. Und ich denke mal, dass wir dafür diese Holzscheite brauchen. Die hatten, genau, die hier vielleicht. Und dann brauchst du bestimmt Feuerstein, um Feuer zu machen. Oder vielleicht auch nicht, weiß ich nicht. Wir werden es gleich sehen. Wir werden erstmal das Holz einsammeln. Zack. Vor allem richte ein hohes Bauwerk an der markierten Stelle. Was heißt denn das? Na, muss ich da jetzt einen Turm hinbauen, oder? Ne, warte, wo will ich denn hin? Hier. So. Ach, Holz ist Holz. Ach so, das ist egal. Okay, na gut. Geht nicht. Geht nicht. Geht nicht. Ich kann das nicht lesen, leider. Ich kann es nicht lesen. Ich weiß nicht, was da steht. Das ist echt blöd. Das nervt. Egal. So, gut, jetzt gehen wir nochmal zum Hundi. Was ist mit dem los? Da hat nämlich auch ein Inventar. Ich dachte, der war tot, aber. Wobei ich nochmal dazu sagen muss, ich habe meinen Hund eigentlich nicht Fluffy genannt. Ich habe den Rex gelassen, aber ist egal. Das ist wahrscheinlich Klunker sein Hund. Egal. Da kommt er jetzt hinterher hoffentlich. Ja. Okay. Das haben wir schon mal gemacht. Was gibt's jetzt noch? Suche eine Essens vermisste Speer, der noch den Osten aufgebrochen ist. Gut, dann also, was ist denn das hier? Ach, hier sind unsere Rucksäcke drin. Okay. Ja gut, die haben wir jetzt mal nicht wieder geholt. Militärkonvoi. Nochmal Militärkonvoi und hier mussten wir jetzt mal hin. Und da waren wir ja, waren wir bei der Kirche hier bestimmt. Location Kirche, genau. So, wir müssen jetzt gerade und dann links. Okay. Laufen wir mal dorthin, Leute. Ich weiß auch nicht, was ich machen soll in dem Spiel. Ich liebe Survival Crafting. Aber das ist wieder mal. Das ist halt einfach mal wieder ein bisschen was anderes hier. Es spielt sich halt auch anders, weil du halt einfach gar nicht so richtig weißt, was du machen sollst. Ist mein Hund jetzt dabei? Ja, nice. Erstmal streicheln. Aber offensichtlich kann ich jetzt in den zum Beispiel. Könnte ich jetzt, ich gebe dir einfach mal die Klamotten, die ich nicht brauche. Einfach mal um zu gucken, ob das. Theoretisch müsste es ja drin bleiben. Weil es würde mir erstmal wieder ein bisschen Platz sparen. Das kann auch raus. Dann nehmen wir mal die Steinspitzhacke hier rein. Das tun wir hier runter. Holz braucht nicht da drin sein. Nur das, was wichtig ist hier. Und da tun wir mal das Essen drauf. Da mal den Alkohol. Freizeitjacke tue ich mal hier rein. So, da haben wir noch ein bisschen Munition, aber eigentlich ordentlich schon, ne? Ist nicht schlecht. Was ist das? Geld haben wir auch schon. Ein paar Kaffeebohnen. Okay, das könnte man auch trinken. Also das ist schon fertig, okay. So, Junge, na dann, auf geht's. Achso, habe ich das Messer drin? Ja, habe ich. Gut, da kicken wir mal, wo da ist hier der Boy. Wo ist der verschollene Kollege? Strauch. Kann man auch erbauen? Gibt Holz. Natürlich gibt es überall Holzkisten. Oh, jetzt haben wir Bogen. Also müssen wir doch mal ein bisschen ordnen hier. Sehe ich nicht mal durch. Wobei, Bogen brauche ich ja nicht. Was ist das hier? Kartoffel haben wir auch. Ich weiß gar nicht, wo ich das her habe, ehrlich gesagt. Weil, wie gesagt, du siehst Steinklinge. Aber da habe ich ja, die ist ja noch okay. Die habe ich ja repariert. Und das ist eine Feuersteinklinge. Ja, nehmen wir trotzdem mal mit. Mit legendären 5 Pfeilen, wow.
Weil wir haben ja eine Schusswaffe, ist eigentlich sinnlos, aber was soll's. Und hier irgendwo muss da Junge sein. Schätzungsweise. Und die? Ist keine Lust mehr? Was ist mit dir? Wo ich den jetzt ständig streichle, damit er mitgeht, das würde mich auch ein bisschen nerven. Ab und zu sehe ich ja ein, aber... Also hier ist jetzt diese Markierung. Die muss ja aber nicht über Tage sein. Ja, Demo Area. Ja, das sieht man auch. Okay, Alter, was war das jetzt? Krass. Ja, schade. Also wir dürfen nicht die Insel verlassen. Meine Fresse, Alter. Also das Zoom ist echt scheiße gemacht. Das müsst ihr nochmal überarbeiten, liebe Freunde. Das geht so nicht. Ja, okay. Also wir dürfen auch nur auf der Insel agieren. Gut, was soll's. Dann ist hier da... Okay. Jetzt ist halt die Frage, ob wir in der Höhle rein müssen. Rift-Höhle. Und dann hier hin zu dem. Weil ich bin ja jetzt hier. Aber, ja. Was soll ich den jetzt finden, oder was? Also, es ist da jetzt... Was ist ja auch so ein Ding, man kennt das Spiel ja nicht, ne? Was kann jetzt passiert sein? Ist da, hat er sich verhangen oder ist da irgendwo reingeklettert oder wie willst du denn sowas finden, ne? Levelaufstieg rennen, schön. Braucht wahrscheinlich dann einfach weniger Ausdauer. Wir können jetzt mal einfach zu der Höhle gehen und nochmal versuchen, dort reinzugehen. Ich könnte mir vorstellen, dass das so gedacht ist. Es sieht cool aus. Ich mag ja die Spiele so, wenn die so sind. Und auch im Winter spielen und sowas. Das finde ich schon ziemlich geil. Was denn jetzt wieder? Ah, ich verliere schon wieder Energie. Okay. Das ist aber auch, ey. Du bist auch nur am Fressen wieder. Aber was ist denn die ICG? Ein improvisiertes Zipgun. Ist eine grobe, behelfsmäßige Schusswaffe. Aha, okay. Ja, nehmen wir die mal rein. Auf jeden Fall. Was haben wir hier noch? Renegade-Mantel. Der robusten Mantel, der Schutz bietet, ohne dabei die Mobilität einzuschränken für alle, die gerne gefährlich leben. Ah, okay. Die hat nur 28, unsere hat 34. Das ist besser. So, und hier irgendwo... Achso, hier war der dieser... Ja, da war ich ja vorhin. Okay, aus Versehen, aber... Na. Alter. Der friert schon wieder, ey. Das nervt. Oh, Schrott haben wir jetzt schon gefunden. Geil. 5 Stück. Und Kohle. Bin ich festgefroren oder was? Ah, Kälte. Scheiße. Wo ist mein Zelt? Wo ist mein Zelt? Mein Zelt ist weg. Scheiße, ich hab's vergessen abzubauen. Nein! Wir werden sterben. Was soll's? Das ist ein bisschen blöd gemacht halt immer, weil du, ja, es ist halt da, es ist halt zu kalt, ne? Da hatten wir jetzt nochmal Schwein. Was mit dem Hund? Das klappt irgendwie auch nicht so richtig, oder? Da klappert sich dann ab. Ich würde gerne Feuer machen, aber ich kann nicht. Ich kann halt kein Feuer machen im Moment. Wir können jetzt nur wieder schlafen im Zelt. Mal sehen, ob es was bringt. Na, wir heilen uns komplett, ja. Haben natürlich wieder Hunger. Bist ausgeruht, das ist schön. Oh, das sieht aber cool aus hier oben, ey. Ach, du Heilige. Okay. Ja. Ah, da ist die Höhle, okay. Das ist jetzt eine geile Idee, ist nachts in die Höhle zu gehen. Vor allem habe ich mein Zelt wieder nicht mitgenommen, ich Idiot. Ey, warte mal, hier ist Feuerstein, glaube ich. Ne, Stein splittert bloß. Wir brauchen Feuerstein. Wir haben ja eine Waffe, so ist es nicht. Feuerstein, okay. Dann will ich jetzt mal probieren, ob das geht. Ob wir damit jetzt ein Lagerfeuer anmachen könnten. Macht ja Sinn, ne? Wenn es kalt ist, machst du ein Feuer schon an. Also, wie gesagt, ich finde die mega geil. Ich finde auch okay, dass da auch friert und sowas. Also, finde ich jetzt nicht okay, aber ich meine, das passt schon zum Spielen alles. Aber
Ja, wenn du halt nicht so richtig weißt, was du machen sollst, ist es eben am Anfang immer ein bisschen schwierig, aber es ist ja an allen so. So, jetzt könnte ich doch theoretisch den Vorstandort reinziehen. Wenn ich den finde, bevor ich abkratze. Weil ich starb schon wieder, sehe ich gerade. Hä, bin ich blöd? Kohle habe ich, aber wo ist Vorstein? Schrott. Ich habe doch. Konnte ich keinen Vorstein aufsammeln, weil ich keinen Inventarplatz mehr hatte. Och Leute, das müssen wir doch sorgen. Das nervt. Oder warte mal. Hier vielleicht? Nee. Schlecht. Scheiße. Muss ich nochmal rein. Das hilft ja nichts. Boah, ist das schon ein bisschen belastend gerade. Mir ist schon wieder kalt. Was ist, wenn ich jetzt in mein Haus gehe? Zählt das dann wenigstens, dass ich mich da ein bisschen aufwärmen kann? Oder müsste ich zwangshaft das Feuer anhaben? Ja, es geht zumindest nicht weiter runter. Junge, Junge, Junge. Schlafsack. Weiß aber auch nicht, was der bringt. Ja, also Falle wäre nicht schlecht für ein bisschen Fleisch, ne? Das ist auf jeden Fall ganz gut. Könnte man mal machen. Guck mal, ich kann mal eine Kerze herstellen. Vielleicht wärmt das auch schon. Weiß ja nicht, wie das Spiel aufgebaut ist. Werden sehen. Du bist Hunger. Du bist Hunger, okay. Achso, die müssen wir jetzt erst wieder wegnehmen, ja. Nee, bitte nimm die Kerze weg. Ja. Nein, du sollst die Kerze wegnehmen. Hä? Achso. Okay, jetzt haben wir die aufgehoben. Jetzt können wir die eventuell auf der 8. Was völlig sinnlos hier herstellen. Wir haben dich an der Kerze, komm. Wir gehen einfach genau drauf. Das wäre echt krass, wenn er sich jetzt verbrennt. Na, guck mal, Kälte geht hoch. Kälte geht hoch. Ja, sehr schwieriges Spiel. Also. Mir fehlen auch ein bisschen die Beschreibungen. Was ist denn das hier? Ist das eine Zusatztasche? Ist das Mundschutz? Oder was? Was? Ist das ein Gürtel? Vielleicht eine Gürteltasche noch? Ich sehe noch nicht so richtig durch, Leute. Hunger 30, frisch gelegt, das ist wichtig. Anrechnung des gebrochenen Bodens. Okay. Ach so. Oder sogar zur Anreicherung des gefrorenen Bodens. Aha, alles klar. Ich wollte jetzt mal den Vorstein holen. Jetzt haben wir erstmal eine Kerze an. Da könnte man zur Not dann wieder draufrennen. Mit dem Poppes. Wo war jetzt die dämische Höhle wieder? Ich glaube hier unten drin, ne? Ja. Cool ist, dass die Lampe jetzt nichts verbraucht, großartig. Eine Batterie oder so, das finde ich schon mal gut. Das war Stein und hier unten war. Unten war dann, Vorstein. So, jetzt haben wir auch Vorstein. Das fände ich auch cool, wenn du automatisch, wie in manchen Spielen, automatisch das Werkzeug wählst, wenn du drauf drückst, ne? So, jetzt haben wir erstmal ein bisschen Feuerstein. Das ist jetzt erstmal egal. Ich werde jetzt mal gucken, ob wir dann das Lagerfeuer anmachen könnten. Vielleicht schon mal Fleisch braten, dann hat man was zu essen und so weiter, ne? Das ist ja das Wichtigste im Spiel. Oder prinzipiell in einem Spiel. Jetzt ist zumindest schon mal Tag, das ist schon mal gut wieder. Jägerlichtung. Auch immer so ein klassischer, ne, Tipp, wie gesagt, springen. Guck mal, das summiert sich. Also kriegst dann auch gesteckt immer. Kriegst nochmal 3 Punkte dafür. Sie können sie einfach auf der Stelle leveln. Okay. Naja. Egal. Da hinten ist was zu essen. Aber erst muss ich gucken, ob das geht. So, wo ist jetzt Feuerstein? Hier. Das ist so nervig, dass ich das nicht lesen kann, ey. Das ist so doll zum Kotzen. Ich weiß nicht, was da steht. Ich kann es echt nicht lesen. Das ist so eine Scheiße. Naja. Gut, aber es geht offensichtlich nicht. Schade. Ach Leute, dann wieder rein in die Höhle und nochmal erkundet. Ich glaube, das hätte ich müssen erstmal offscreen spielen, irgendwie um klar zu kommen. Aber dann hättest du halt schon wieder. Du hast ja nicht viel in so einer Demo. Ja, du hast halt nicht viel.
Und da hättest du einfach zu viel schon wieder vorweggenommen. Und, ja. Wäre dann auch doof, sag ich mal, ne? Da gehen wir mal rein. Vielleicht finden wir was. Oder vielleicht finden wir den Kunde. Oder vielleicht, ich weiß doch auch nicht. Wo ist denn das hier? Auch Vorderstein, ne? Ja, ne, brauchen wir jetzt nicht. Brauchen wir jetzt nicht. Das sieht, halt schon mega cool aus, ne? Ist das jetzt mein Hund oder ist das ein... Sieht aus wie ein Wolf, ne? Ja, tschüss, würde ich mal sagen, ne? Ach, das ist auch nervig. Das meine ich. Das wäre halt cool, wenn der da automatisch das Messer nimmt, weil du hast es ja mit dabei. Wird der Inventar voll. Es ist grauenvoll. Aber sieht das nicht so aus? Es sieht nicht so aus, als ob wir jetzt hier irgendjemanden finden würden. Jetzt hätte man natürlich die verbesserte Spitzhacke mal bauen können. Das ist halt auch ein bisschen komisch gemacht. Ihr müsst warten, bis die Ausdauer voll ist wieder. Aber es sieht auch nicht so aus, ob er jetzt so hochkommen würde. Nicht, dass man das wieder festbacken. Klassiker. Nee. Machen wir lieber nicht. Das ist mal zu riskant, Leute. Das machen wir nicht. Warum ja? Kicken wir mal. Oh. Ja, moin. Naja, komm. Ich lasse euch mal am Leben. Liegt aber einfach nur, hat nur einen Grund. Ich habe keinen Platz mehr. Das ist tatsächlich jetzt, steigert eure Überlebenschance extrem. Ja, es sieht alles geil aus. Warte mal, hier geht's weiter. Vielleicht finden wir hier nochmal was. Mal gucken. Oder bin ich jetzt wieder rausgelaufen? Es ist halt, du hast halt auch null Überblick so richtig, ne? Krater. Oh. Funkspruch. Wow. Okay. Ja. Okay. Also auch cool. Hast du solche alten Funksprüche? Alter Mondkrater und da ist wahrscheinlich so ein Meteorit oder so reingefallen. Das ist die Rifthöhle, ja. Oh Gott. Das sieht halt schon geil aus, ne? Aber in der Rifthöhle war ich ja gerade drin, glaube ich. Das ist ja jetzt einfach nur nochmal oben drauf. Ja, ich laufe jetzt zurück. Genau, hier ist der Eingang, glaube ich. Ja. Ah! Pfeife. Du siehst echt, doch. Hier ist der Turm. Es wäre halt nice, wenn du mal irgendwie, ich weiß auch nicht, wie kriege ich da was zu essen oder was soll ich. Also baue ein Bett. Okay. Ach so, ja, kann ich das jetzt? Ich habe ja jetzt. Nee, ich habe das Fleisch eben gekriegt, aber das Leder nicht. Und wie kann ich meinen Hund rufen? Warte mal, stand da nicht irgendwas zum Pfeifen? Ja, wenn ich es lesen könnte halt. L, nee, ducken, nee, alt. Alt. Geht gar nicht, okay. Gibt's hier Loot? Gibt's hier was zu looten? Wir gucken uns einfach ein bisschen um. Ich war noch nie so hilflos in einem Spiel wie in dem. Sag ich ganz ehrlich. Weil ich stelle mich auch blöd an, Leute. Das möchte ich ja gar nicht erst abstreiten. Aber es ist eigentlich auch so, dass ich in so Spiele, wenn ich so Spiele anfange, dann loote ich mich erstmal voll wie ein Bekloppter, ne? Dann baue ich meistens ein Häuschen, eine Kiste und dann mache ich los. So, aber hier wollte ich euch ja ein bisschen was zeigen, weil ihr jetzt nicht so standardmäßig anfangen, aber es ist wahrscheinlich bleibt nichts anderes übrig, ne? Ist zum Beispiel auch, ist das jetzt der Turm vom Anfang oder nicht? Oder wie? Oder was? Also, wo ich schon drin war? Militärkonvoi gerade. Ne, ich glaube nicht. Da hatte ich nämlich vorhin meinen Rucksack gefunden, aber auf dem Turm war ich nicht oben, okay. Das wäre auch geil, wenn man da oben bauen kann. Oh, guck mal. Eine MP, nice.
Kann man das stacken? Ja, kann man. Okay. Kann man das ausstacken? Nice. Nice. Dann tun wir das raus. Den brauchen wir nicht mehr. Scheiße, die Jacke brauchen wir auch nicht mehr. Dann brauchen wir. Ja, improvisiert ist nicht schlecht. Aber dann nehme ich doch lieber der MP mit hier. Was gibt der mir noch? Robusche MP-Munition. Da habe ich aber genug eigentlich. Das ist sehr gut. Stoff brauchen wir unbedingt. Boah, Kartoffeln. Kann ich eigentlich. Ja, kann ich auch essen. Ich fresse die jetzt einfach alle. Geld ist gut. Das brauchen wir noch beim Händler. Ich weiß es ganz genau. Ganz klassisch. Gut, danke dir, mein Freund. Aber du brauchst ja eh nicht mehr. Sagen wir mal ehrlich jetzt. Wieder Munition. Also Munition findest du echt viel. Da hapert es nicht. Das finde ich an sich schon mal nice. Ja, aber lass ich erstmal da. Gut. Hä? Was? Wo schießt er dahinter, Junge? Friert schon wieder, ne? Ja. Wir werden gleich sterben. Wieder mal sterben. Ja, ist aber auch blöd. Wenn du jetzt hier rumläufst, ich habe jetzt natürlich das Zelt nicht dabei. Was soll ich jetzt machen, ne? Gut, hier ist aber auch diese Eisfront. Ich glaube, dass dieser blaue Nebel eben logischerweise mehr Kälte suggeriert. Und das heißt halt, da soll es halt in dem Falle dann nicht sein. Aber es ist trotzdem, ich finde es trotzdem schwer. Und ein bisschen komisch noch. Also ich verstehe es halt nicht so richtig. Deshalb, sorry, bin ich eigentlich immer da. Genau, da bin ich durchgekommen vorhin. Da ist die Stadt da unten. Mensch, das heißt aber, dass da... Oh, Alter, das ist so verwirrend. Vor allem, wo ist denn der Hund wieder hin? Muss ich den jetzt erst suchen oder rennt er wieder zurück? Oder ist das doch nicht mein Hund? Oder muss ich erst eine Aufgabe erfüllen, damit er mitgeht? Weil ich habe schon im Trailer gesehen, dass der Hund halt wieder mitläuft. Was ich ja auch cool fände, weil das ist ja auch quasi nochmal ein paar Inventarplätze mehr. Aber offensichtlich hat er mit mir keinen Bock. Ich weiß es nicht. Ja, ist wieder so eine Kaltfront. Autsch. Oh. Okay. Da hat er aber Glück. Jägerlichtung. So, hier wollte ich hin. Genau. Nice. Ah, dann versuchen wir jetzt mal ein Bett zu bauen. Vor allem müssen wir irgendwann unser Zelt wieder mitnehmen. Gut. Bett. Ne, warte mal. Ne, warte mal. Das ging so. Ne, warte, das ging B bauen. Genau. Dann das und dann durchschalten. Ja, zack. Kann ich nicht, weil ich brauche fünfmal Stoff. So, dann nein, dann bauen wir nochmal. Gucken wir mal, ob wir Stoff kriegen. Herstellen, genau. Stoff. Was brauche ich denn dafür? Tierhaut, habe ich. Ach, das hat er wieder nicht eingesammelt, der Trottel. Mein Gott, ey. Das ist schon nervig. Konnte ich nicht. Warte mal, was ist das jetzt hier? Das ist bestimmt zum. Nein, du sollst durchschalten. Genau, Lagerkiste wollte ich auch mal bauen. Könnt ihr ja auch nicht so richtig raussuchen, wo die stehen soll. Also ein bisschen grob halt. So, jetzt haben wir eine Lagerkiste, das ist schon mal gut. Dann können wir jetzt hier auf jeden Fall erstmal reinpacken Fleisch. Weil das nützt uns ja jetzt nichts in dem Falle. Leuchtmunition. Dieses Geschoss kann in der eisigen Nacht zum Lebensretter werden, denn es entfacht beim Aufprall ein helles Leuchtfeuer, das als Hilfssignal verwendet werden kann und die eisige Dunkelheit erhält. Sie ist außerdem ein letzter Ausweg, um Raubtiere zur Verwirrung ins Feuer zu entzünden. Aha, okay. Ein Feuer zu entzünden. Aha, nice. Ich glaube, die Waffe habe ich noch. Die Waffe habe ich noch nicht. Geld nützt mir jetzt ja auch noch nichts. Da habe ich das die Steinklinge oder die Vorsteinklinge. Damage 15, Damage 10, also raus. Das hier rein. Mal ein bisschen Platz schaffen, ja. Ach, die brauche ich jetzt auch. Ja, das brauche ich eigentlich auch nicht. Kaffee, ja, ist nett auf jeden Fall. Zack. Munition, die brauchen wir, weil die Waffe haben wir ja mit. Da haben wir ein bisschen Holz, brauchen wir auch. Bisschen Stein, das brauchen wir dann auch gleich noch. Zu trinken brauchen wir. Tierfett tue ich auch hier rein.
Holzkohle-Dusche rein, habe ich noch nichts dafür gefunden. So, jetzt haben wir das erstmal gemacht. Jetzt baue ich mal einen Ofen. Den würde ich gerne mal bauen wollen. So, wo kann ich den hinbauen? Hier überall eigentlich. Ich baue den jetzt mal hinten in der Ecke. So, gucken wir mal. Das müsste ja mir helfen. Um in der eisigen Nacht zu überleben. Aber wissen tue ich es nicht. So, F. Was steht da? Und jetzt bestimmt Feuerstein, oder? Nee. Ah, nee, okay, das geht so dann. Ah ja, guck mal, jetzt glüht's. Oh, nice. Schick. Okay, das haben wir. Jetzt müssen wir Tiere legen. Auf geht's. Wir brauchen Tierhaut. Da können wir das Bett bauen. Also das mache ich eigentlich wirklich selten, dass ich mich in Spielen an die Mission orientiere. Weil ich da mal keinen Bock drauf habe. Ich will eigentlich auch wieder Klunker einfach ein bisschen rumgucken. Aber es ist in dem Falle einfach, da ich nicht so richtig weiß, was ich machen soll. Also du sollst den Typ finden, das ist alles schön, aber ist der jetzt an dem Punkt, ist der unter der Erde, ist der, ich habe keine Ahnung. Das könnte natürlich sein jetzt hier. Ja. Ja, sieht jetzt nicht mal so frisch aus, der Junge. Aber da komme ich ja gar nicht hin, oder? Kann er mal abschießen. Ach, ich hab natürlich die falsche Munition rausgetan, ich bin so dämlich. Naja gut, da haben wir auf jeden Fall noch Munition. Nee, okay. Das wäre jetzt für mich am logischsten, aber da kann ich ja nichts machen. Kaputt machen kann ich es nicht, raufklettern. Ich könnte natürlich versuchen eine Leiter zu... Oder muss ich vielleicht irgendwas bauen? Du bist völlig alleingelassen, ne? Man könnte jetzt mal hier eine... Ja, Leiter, aber das geht ja so nicht. Nee, brauche ich nämlich erst eine Foundation. Dann bauen wir mal eine Foundation. Genau. Holzfundament. Machen wir mal. So hoch wie es geht gleich. So weit ran wie es geht. Ja. Na komm schon. So, bauen wir das Foundation. Weil du sollst da eh bauen. Also, fehlt mir bestimmt... Oh, das ist auch... Ich bin noch nicht so... Ja, ja, war ich... Ja, komm, ja. Nice. Nice, schick. So muss das sein. Drauf hier, ja, auf der Olga, genau. So, jetzt hier hoch. Jetzt sind wir zumindest zu weit dran, dass wir den untersuchen können. Okay, also ist es wahrscheinlich auch so gemacht, dass du sowas mal machen musst, bauen. Das ist jetzt auch nicht unüblich in so Spielen. Da bauen wir da rum, der Junge, ne? Gibt's da oben noch was? Nee. Okay. Bitte die 3. Na, das ist abgehauen. Da war ich wieder zu langsam. Okay. Da ist noch welche. Alter. Pff. Oh mein Gott. Ja, das Aiming, das musst du noch üben. Toter Rothirsch. So, wir haben jetzt 3. Okay, naja, gut, immerhin. Dann haben wir ja schon mal 4 Stoff. Wieder ein bisschen Fett. Ah ja, guck mal, haben wir 4 jetzt schon. Ein paar Knochen. So. Boah, okay, also die Waffe ist übel. Übel schwierig. Was steht da? Was steht denn da? Parkverbot. Kleiner Witz. Achso, hier ist Ende. Okay, schade. Hirsch, komm hier rüber. Ich kann nicht zu dir kommen. Ich kann dich nicht abknallen, weil ich nicht hinkomme. Hier ist mein Hund. Gestrandet. Festgepackt wahrscheinlich. Okay. Ja, da ist noch ein bisschen buggy wahrscheinlich. Ob das so eine coole Idee ist, den mit, also dass ich das eingebaut habe, dass da mitläuft, ist cool, ja. Aber wenn es halt nicht funktioniert, ist Mist. So, ja, komme ich nicht weiter. Wo die Schilder stehen bestimmt. Ja, das ist das Demo-Ente. Ente im Gelände. Gut, da brauchen wir jetzt noch das Stoff bauen erstmal. Du hast Hunger, wenig Energie. Ja. Gut, Kaffee ist nice. So, okay, dann, ja... Keine Ahnung, Aufgaben kann ich keine erfüllen, weil ich nichts finde.
ich stelle mich wahrscheinlich auch blöd an. Ich weiß wirklich nicht. Super leid. Boah, Alter, okay, also das ist aber auch das schon. Pff. Junge, Junge, Junge. Naja, was soll ich dazu sagen? So. Gibt's ja alles. Jetzt müssen wir aber eigentlich genug haben, um ein Bett zu bauen. Da können wir erstmal das Bett bauen. Ne? Nächste Aufgabe. Anders geht's nicht. Sonst. Wir spielen 45 Minuten, wir haben noch nichts erreicht. Wir haben uns ein paar Höhlen angeguckt. Ja. Es spielt sich träge, wenn man nicht weiß, was man machen soll. Das muss ich wirklich zugeben. Wie gesagt, ich möchte nicht abstreiten, dass ich so blöd dazu bin. Dass ich es einfach nicht verstehe. Und ihr sagt, oh Leute, ganz ehrlich, kann man nicht zugucken. Es ist so einfach. Mag sein, dann tut's mir leid, dann bin ich. Ja, dann ist es so. Aber es ist jetzt so für mich beim Spielen nicht so richtig einleuchtend. Es ist halt auch noch eine Demo, ne? Es ist noch eine Demo, das merkst du. So, ne, das geht nicht. Ich brauche jetzt B. Dann brauche ich B, bitte, genau. Dann Q. Reicht's vielleicht schon? Nee, reicht tatsächlich noch nicht. Okay. Dann brauchen wir jetzt das hier und dann das. Ach so, okay. So, wo? Oh, Alter. Crafted. Ach so, kriegst du einmal. Ja, aber das war ja gleich richtig so. Dann haben wir gleich mal ein paar mehr, nämlich. So, guck mal, das Forschen ist alle. Dann können wir jetzt mal das Bett wählen. Jetzt geht's auch, glaube ich. Hä, ich wollte es drehen. Ach, darf ich auch nicht, oder was? Oh, das war blöd. Das fände ich jetzt nicht geil. Ne, offensichtlich kann ich es nicht so einfach drehen. Das habe ich in den Ofen hingestellt. Ich dachte, ich kann es einfach hier reindrehen. Das ist ja doof wieder. Alter, okay, das ist schon ein bisschen. Naja, gut, komm. Dann. Was soll's? Ist eine Demo. So, das haben wir jetzt hingestellt auch. Fertig. Kehre zu Robbie zurück. Robin, okay. Machen wir. Weil manchmal kriegt man da auf. Ja, ist okay, du kannst das Menü wieder beenden. Dankeschön. Ich gehe davon aus, dass das im Turm ist. Nee, ach du Heilige. Ich habe jetzt hier hinten ein Lager gebaut, um wieder ganz zurückzurennen. Ist das euer Ernst? Not really. Oh je, das werden wir wohl nicht überleben. Wir werden wohl schön nochmal drauf gehen. Ah, jetzt kommt doch mein Hund schon mal mit. Ja, ist egal. Ich lasse das Loot jetzt liegen. Ich versuche jetzt mal durchzuziehen. Vor allem, ich glaube nicht, dass das geht. Weil da ja das Demo-Ende ist. Bin mal gespannt. War aber auch lustig, ich habe ja mit dem gar nicht geredet. Jetzt hat er gute Klonkontrolle gemacht. Also optisch und die Idee finde ich total geil. Wirklich, ohne Scheiß. Liebe Entwickler, bleibt dran und macht es noch ein bisschen schöner. Und ein bisschen ersichtlicher, was man hier machen soll. Es ist absolut geniale, coole Idee. Ja, sind am Arsch. Wir haben halt nichts, ne? Kein Essen, nichts. Ich weiß auch nicht, ob es einen Händler gibt. Ich würde jetzt halt unglaublich gerne erstmal die Aufgabe abschließen. Ich hoffe, dass ich das überlebe. Wenn nicht, spawnen. Also sterben wir hier und spawnen ja aber hinten an dem Turm. Das wäre jetzt nicht so weit weg. Da könnten wir unser Loot auch wiederholen. Das kriegen wir hin. Weil du sollst ja erstmal Respekt verschaffen. Aber guck mal, das geht nämlich nicht, glaube ich. Weil hier ist nämlich Ende. Also ich glaube, das ist irgendwie noch sehr buggy hier irgendwie. Kann das sein? Hä? Wo ist denn der Ruby? Ist das der hier? Eingefrorene Leiche vielleicht? Das Haus kommen wir, glaube ich, schon nicht mal rein. Ist ja auch zugeschüttet. Da lässt sich das Spiel halt auch völlig allein, ne? Also... Warum der Klunker hat er mit irgendjemand geredet? War der jetzt in der Kirche oder wo war der? Ich weiß es nicht mehr. Es ist mir ein absolutes Rätsel. Also es tut mir leid, ich finde auch die Markierung absolut... Ja. Ich kann es auch nicht an... Ah, warte mal. Aber das bringt ja auch nichts.
Ich soll mit dem Ruby sprechen. Es kann sein, da ist jetzt nachts natürlich nicht da, weil es ja kalt ist. Na gut. Ich versuche mal in die Kirche zu kommen, bevor ich sterbe. Vielleicht kriegst du auch irgendwie was zu essen. Ich bezweifle es. Aber ich finde es cool, dass du hier einfach bauen kannst. Dass das kein Bereich ist, wo du nicht bauen darfst, weil ja quasi schon eine Stadt steht. Sollte man nicht tun. In so einer Demo. Wir haben schon mal Stoff gefunden. Aber was zu essen wir haben lieber, weil da kann ich nicht drauf rumkatschen auf Stoff, ne? Ja, kann ich schon, aber es bringt halt nichts. Du kannst jetzt nicht da drüber, weil... Ich bin da drüber, du Penner. Hund, du musst mich wiederbeleben. Ich werde es nicht schaffen. So, Stoff. Also Geld gibt's auch. Das ist echt schön, aber es nützt mir halt einfach nichts. Noch nicht zumindest. Ja, jetzt geht die Energie wieder runter, glaube ich. Und die Steuerung ist halt teilweise auch noch. Also die Maus bewegt sich halt auch noch nicht gut. Oh, Dosenfleisch, nice. Das ist meine Rettung. Zumindest ein bisschen. Aber es reicht halt nicht. Moin. Moin, ich bin oben am Dach. Gibt's hier was zu fressen? Oh, hier liegt doch was. Koffer. Was haben wir hier? Essbare Wurzeln. Ach, guck. Geil. Ein Zelt haben wir nochmal gekriegt. Das nehmen wir natürlich gerne dankend an. Da kann man das Zelt nämlich hinstellen. Hier ist doch bestimmt auch was zum Looten, siehst du. Alkohol zum Trinken. Hätte mich auch gewundert, wenn es ja nichts zu essen gibt. Also Waffen, was soll ich da sagen, ne? Waffen kriegst du ja viele. Da kannst du nicht meckern. Das haben wir nochmal. Die haben wir nochmal. Da würde ich mal Essen trinken. Oder das auch mal runterziehen. Oder die Waffe mal noch mit reinnehmen. Das kannst du nämlich auch nicht machen. Du musst immer das so machen. Okay. Hier geht nichts. Okay. Hier vielleicht eine Dose. Nee. Habe ich nicht die Waffe reingezogen? Natürlich nicht. Jetzt haben wir es. So, zeig mal, wie sieht die aus? Okay. Ja, die ist nicht schlecht, ja. Und gestorben. Habt ihr nicht so ein bisschen Schnee gefallen, Junge? Du wirst von dem Dach springen können, Alter. Was bist du für ein Kunde, ey? Du bist ja in der übelsten Wildnis überleben. Da brauchst du aber bei sowas nicht rummaulen. Mülleimer gibt es natürlich nichts zu essen. Das haben sie Sankland aber besser gelöst. So, jetzt haben wir endlich mal hier in einem Raum. Geld, Steine. Kräuter. Ja, schön. Das ist schön. Spind, guck an. Ach, hätten wir es auch gefunden, aber... Ne, doch. Ist das gleiche. Okay, dann hauen wir die weg und nehmen die rein. Weil meine ist eh kaputt, dann muss ich sie nicht reparieren. Was haben wir? Oh, medizinisch, das ist gut. Das nehmen wir mit. Geld nehmen wir auch mit. Medizinisches Kit nehmen wir mit und das nehmen wir mit. Achso, Stoff geht nicht mehr. Okay, ist auch nicht so schlimm. Ich könnte jetzt noch was in den Hund reinpacken. Hundi, wir müssen mal kurz verhandeln, Kollege. Pass mal auf, du nimmst mal den Stoff. Alter, wie viel Schuss da schon weg sind. Nimmst mal, es geht nicht anders. Nochmal Fleisch. Wurzeln fresse ich selber, es tut mir leid. Plus 300 Health, das ist aber nicht schlecht, das ist nicht schlecht. So, mal auf die Bude. Moin! Schön! Ich weiß gar nicht, ob der Flunder euch das vorhin gezeigt hat, aber bestimmt hier drin. Ich habe es nicht geschnitten. Und ich denke mal, dass hier dann der Charakter drin ist, der mir sagt, ich will erst mit dem Chef reden. Ah, hier war ich halt leider vorhin nicht, tut mir leid. Schöne Schlafplätze. Ja, hier darfst du jetzt aber eigentlich nicht mehr frieren, ne? Also das, ja. Ja, gibt's Wäschekorb, gibt's Stoff. Klar. Das macht Sinn. Wir haben einen Schlafsack. Kann ich hier mitnehmen? Nee. Ganz schön dunkel hier. Ah, der hier wahrscheinlich. Nö. Please, leave me alone. Ich kann dich nicht alleine lassen, Junge. Ich brauche Hilfe. Alter, das sieht aus. Ah, okay.
Der möchte offensichtlich nicht mit uns reden, schade. Bad timing. Better leave. You want us to take you seriously? Set things straight with Robin first. Ja, genau, das meine ich. Das meine ich ja. Das ist mir klar, aber da wäre es halt geil, wenn die mir zeigen, wo der Robin ist, weil dort, wo ich hingegangen bin, ist er nicht. Also wir müssen schon jetzt erst unser Vertrauen dingsen und dann können wir nämlich auch handeln mit dem. Was ja auch vollkommen Sinn macht. Wir haben ja auch Geld gekriegt. Ist aber schön, dass sie dich trotzdem überall reinlassen, ne? Und du kannst schön die ganzen Sachen looten. Spinnt. Was haben wir hier? Oh, guck mal. Noch ein bisschen Verband. Essbare Wurzeln. Die können wir vielleicht aber auch pflanzen. Wenn sonst nichts verfügbar ist, ja. Ne, das ist einfach nochmal so eine Notration. Ah ne, das war Schrott. Okay. Also, ihr seht's hier, ne? Es tut mir leid. Du erkennst wirklich nichts. Nochmal Geld. Ja, das werden wir noch brauchen. Ich bin mir da sicher. Ganz sicher. Klassisch halt, ne? Schrott. Du brauchst sowieso mal alles eigentlich. Da kann ich nicht hin, okay. Das ist ein Wichser, wisst ihr das? Ich will doch einfach nur eure Hilfe. Ich würde ja zu eurem komischen Robin gehen, aber... Vielleicht findet man den hier drin. Vielleicht ist irgendwie... die Markierung komisch. Oh, hier, guck mal. Robin told us not to talk with any strangers. And I... Nervig, ey. Guck mal, was der alles hat hier. Handelsposten, einfach mal eine Kirche aufgebaut. Das finde ich natürlich geil. Na genau, jetzt sind wir draußen. Das ist schön. Das freut mich riesig, liebes Spiel. Die haben ja aber auch geschrieben, du kannst die Grundmechaniken des Spiels kennenlernen. Aber es ist natürlich noch nicht alles verfügbar. Es kann jetzt auch sein, dass diese Robin-Mission eben nicht geht, weil es ja dann richtig, oder dass du jetzt nicht handeln sollst oder so, ne? Aber die Markierung ist ja da und die ist innerhalb der Map. Also muss das eigentlich auch funktionieren. Warum soll es auch nicht gehen? Aber der einzige, den ich finde, ist der ist tot. So, und hier darf ich nicht weiterlaufen. Hier ist Ende. Genau. Also, wo soll denn der Robin sein? Das ist doch scheiße. Ich kann jetzt natürlich oben nochmal auf Quests gehen. So. Robin hatte ich darum gebeten, eine einfache Basis auf 2 Holzfundamenten zu bauen. Habe ich ja gemacht. Naja. Sprich mit Robin, sie könnte wissen, wohin du dich als nächstes wenden solltest. Oder er hat um den Bau einer einfachen Unterkunft zusätzlich mit einem Bergbank schon Bett gebeten. Ich glaube, das ist ein Fehler. Ich glaube, das ist einfach ein Bug, weil ich glaube nicht, dass die Robin... Ich glaube, die Robin war oben auf diesen Aussichtspunkt. Na, da war ja... Oh ja, da kann man nochmal looten. Vielleicht was zu essen? Naja, Steuerschrott, okay. Und Vorstein, ne? Nehmen wir mit. Stoff nehmen wir mit. Der Rest hat ja mein Hund eigentlich drin. Ja, naja. Hilft nichts, wir müssen wieder zurück. Das ist schon ein bisschen komisch gemacht. Ja, wie gesagt, es kann ja durch einen Bug sein, dass irgendwie das falsch angezeigt wird. Holz, ja, nehmen wir noch ein bisschen mit. Es macht Spaß wie Sau. Es ist eine coole, wie gesagt, coole Sache und du hast auch Bock zu erkunden und zu looten. Wir müssen aufpassen, dass wir jetzt nicht nochmal gravierend abrutschen. Dann sind wir tot. Aber wie gesagt, das ist halt ein bisschen undurchsichtig. Was soll ich jetzt machen, ne? Ja, ich weiß, die Aufgaben sind klar, aber offensichtlich geht's ja nicht. Weil dort, wo ich hinlaufe, gibt's kein Robin. Es kann sein, dass die jetzt, wie gesagt, nur am Tag kommt. Das könnte sein. Aber... ja, muss nicht. Ich laufe nochmal den Turm hoch. Vielleicht quatsch ich nochmal mit mir. Du hattest ja einige Auswahlmöglichkeiten, mit der zu reden. Bevor ich jetzt so sterbe, bringt jetzt auch nichts. Wir haben schon wieder fast eine Stunde rum. Und wie gesagt, nichts erreicht. Oh Gott, jetzt geht's aber schnell runter. Oh, 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 das war's. Ja. An einer gelegenen Ort respawn beim Bett. Das müsste ja gehen, ne? Genau. So.
egal, ob das... Was ich alles verloren habe bis jetzt, spielt es gar keine Rolle. Weil unten ist ja mein Rucksack schon. Ich will aber unbedingt mal zum Frauschen hier. Soll ich mal runterspringen? Das wäre auch mal... Obwohl, es ist vielleicht gar keine so geile Idee. So, moin. Nee, doch nicht moin. Doch jetzt. Robin, ja, gut. Hä? Warum ist die Aufgabe dort unten? Na gut, Leute, da ist natürlich... Das ist natürlich wieder... Thank you so much for your help. Ja, gerne. I really appreciate it. Now it's my turn. This used to belong to Lucas, one of our team members. We found him in a cave, along with this. It's yours now. If you're wondering what to do next, there's a bunker not too far from here. The military abandoned it a while back, so there could be some useful supplies left. But your gear isn't strong enough for the cold out there. Head to the church in the ruins of House Camp. The traders should still be around, and they can help you get better equipped. Just be careful. What's good. Up? It looks like he likes you. That's great. Ja, danke. All right, gather around, folks. Let's talk about tomorrow. Hey, pipe down when the sheriff's talking. Heading out to search for survivors. Robin, you'll stay at Hunter's Glade in case someone shows up. Is everyone clear on their assignments? Yes, we are. Good. Any questions? What about food and clothes? We're running low. But grab what you need from the shack downstairs. Noah, stay alert near house camp. The moon cult might be there. Wait, who's going to look after my dog? I can't take him to the bunker. I'll take care of him. All right, then. I trust everyone knows their job. Now, get some rest while you can. Schön. Das war Robin. Ja, was soll ich sagen? Jetzt haben wir neue Aufgaben. Erreiche den Bunker und Kontrollpunkt. Gehe zum Hauslager oder Haushändler. Das machen wir auch gleich noch in der Aufnahme. Vielleicht schneide ich es auch ein bisschen. Ja, weil das ist für den Robin. Und ich habe es mir schon gedacht, aber ich finde, das finde ich ein bisschen blöd gemacht. Also, okay, warum hat er jetzt den Rucksack nicht drin? Doch hat er. Ah, jetzt. Okay. Was kann ich jetzt noch machen? Das könnte ich jetzt mal nehmen einfach. Dann haben wir auch ein bisschen Munition. Also Munition gibt es genug, das finde ich auch cool. Das passt ganz gut, aber... Ja, Essen und so ist echt rar gesät, ne? So, was haben wir hier? Da war schon drin, genau. Da hat man vorhin Flunder getroffen. Zack, und runter einmal bitte. Ich würde unglaublich gerne runterspringen, aber... Oh, Schneesturm jetzt. Also wir haben jetzt die Aufgabe gekriegt, zum Bunker zu gehen und in die Kirche. Das machen wir jetzt auch gleich. Aber erstmal müssen wir natürlich wieder Zeug ablegen. Nehmen das Geld mit und gucken mal, was die Kollegen für uns haben. Das sieht schon cool aus, wenn es dann so zugeschneit. Das ist schon nicht schlecht gemacht. Fleisch. Können wir noch ein bisschen stacken. Ich verstehe halt echt nicht, wie kann ich denn Feuer machen? Das ist, da ich es nicht lesen kann. Achso, es ist schon wieder voll. Das sehe ich halt auch nicht. Okay. Geld hat man hier nochmal. Kann man bestimmt stacken, genau. Das geht vielleicht auch noch zu stacken. Immer 10er Stacks. Okay, ist aber auch wenig. Ja, die habe ich ja schon, ne? Ja. 70. 70, ja. Brauchen wir also nicht nochmal. Okay, dann haben wir Metallschrott. Können wir noch stacken. Das hier rein. Das will ich mal aufheben. Aber auch noch Metallschrott. Können wir auch nochmal reinstecken hier. Nochmal die Knochen reinstecken. Ja, die brauchen wir. Die gelbe brauchen wir eigentlich gar nicht. Oder? Die blaue, grün, gelb. Doch, die braucht die gelbe, okay. Gut, lassen wir es so. Wobei du auch eigentlich keine drei Waffen brauchst, aber... Was sagst du? So, dann können wir das Fett noch hier reinstecken. Verband und so, das brauchen wir alles. Das Zelt ist auch nicht schlecht. Kohle haben wir nicht. Doch, haben wir auch noch. Können wir auch noch stacken. Zack. Ja, und zumindest ein kleines bisschen Platz. Wenn wir jetzt irgendwann unseren Hund wiederfinden, können wir den auch nochmal anhauen und sagen, Junge, du musst nochmal was mitnehmen hier. Nee, also ist cool. Leider funktionieren die Quests nicht wirklich. Beziehungsweise, ich renne wieder hier durch, ich Idiot, ne? Bin so doof.
die Marker irgendwie. Also, wie gesagt, habt ihr gesehen, die Marker waren bei mir unten. Und die Robin war ja oben. Ich hab's mir dann gedacht, aber leider zu spät. Naja, gut, haben wir jetzt ein bisschen Zeit verschenkt, was soll's. Es ist ja, ich will euch ja trotzdem das ganze Spiel zeigen. So ein bisschen. Ah, guck mal, haben wir was zum Essen, das ist nice. Und die brauchen wir nicht und Stoff nehmen wir auch mal nicht mit. Aber so ein paar Kauwurzeln kannst du immer gebrauchen in der Wildnis. Kannst du immer gebrauchen. So, bin ja mal gespannt, was die uns jetzt verkaufen. Jetzt müssten sie also mit uns reden. Und auch der Doktor. Oder was das war. Wie viele schon da Kälte zum also ist gut, dass der Hund hier ist. Das heißt, da weiß ich vielleicht, wo ich rein muss. Zum Opfer gefallen sind, ne? Moin, ich bin wieder hier. Jetzt habe ich die Genehmigung. Ich habe mit Robin geredet. Jetzt müsst ihr mit mir reden. So, jetzt haben wir auch ein bisschen Licht. Ich lasse die Lampe einfach an, was soll's. So, was sagst du mir jetzt? What do you need? Ach, guck an. Sag, dass Robin dich schickt. Stell dich vor. I'm Richard Sonnenberg, the doctor and medical trainer. Okay. Volker behandeln will, stell ein paar Fragen. Yes, I feel free to take a look. Boah, das war, da schläft aber auch ein beim Reden, ne? Ach, guck, jetzt haben wir hier Fleisch, Kartoffeln. Aha. Geld, ja. Medizin, okay. Aber da haben wir ja selber was, danke dir. Gehen wir mal zum nächsten. Moin. Yes. Say, kid. Are you looking for some extra job? Let me know if you're interested. Robin, dich schickt. Machen wir erstmal das. Ich dachte, wenn ich mich vorstelle, vielleicht. Ja, ich weiß. Frage, ob er handeln will. Yes, I do. So, da hat halt logischerweise Munition. Oh, was sind da? Ah, da hat die Leuchtpistole. Kann ich nicht lesen. Holz. Was soll das sein? Holzpfeil. Achso, Holzpfeil, okay. Die haben ja alles selber. Ich weiß nicht, was die gute Frau von mir denkt, aber ich bin eigentlich schon gar nicht so schlecht ausgerüstet, ne? Also waffenmäßig zumindest. Gut, Medizin und so, ja, gut, könnte jetzt machen, aber... Was liegt denn hier eigentlich? Achso, die habe ich abgelegt, genau. Okay, wo war jetzt der dritte Händler? Da war doch in irgendeinem Raum drin. Kann ich ja Munition... Ne, liegen Bücher, okay. Wo war jetzt der dritte Händler? Ich glaube, bei der großen Tür hier. So, mal gucken, was der mir noch verkauft. Moin. Ja. Oh ja, das ist ja Tante Emma-Laden vom Feinsten. Grüße. What's up? What's up? Ja, ich bin von Robin geschickt worden. Du weißt, wie es ist. Blablabla. Alles klar. Frag ihn, ob er handeln möchte. Absolut. Ja, absolut. Absolut, wenn es ums Geld geht. Ach, guck mal an hier. Jetzt wird es interessant hier, Leute. Jetzt wird es interessant. Ich erkenne sogar das. Kann ich das Menü rüberschieben? Nee, das ist nervig, ey. Ganz toll, dass ich die Werte nicht erkenne. Oh. Toll, ist das jetzt besser als meiner? Warte mal, kann ich den... Ah ja, gut, so kann ich es vielleicht angucken. Oh, was ist denn das? Achso, ja, Handel kommt nicht zustande, okay. Rucksack mit Tragen von Gegenständen, ja gut, aber... Das ist die Jacke, die haben wir, die kennen wir schon. Die blauen Sachen waren eigentlich ganz geil. Weil die machen 36 Wärme. Oh, das ist natürlich, glaube ich. 34. Jetzt müssten wir halt wissen, was unsere Werte waren, die ich vergessen habe. Die Stiefel haben wir ja. Die Hose. Was machen die? 2 und 36. Die Handschuhe. 35. Okay, okay, okay. 35. Da gucken wir mal. Handschuhe haben wir 30, Hose 36, 2, das ist gut. Und 34. Handschuhe könnte man kaufen. Machen wir auch. Moin. Just remember. Das ist gut, dass ich das so noch gucke. Das waren die falschen Handschuhe. Die wollte ich haben. 35, genau. Dann haben wir... Ach, wir haben noch mehr Rucksäcke. Was ist denn das? Das ist der Militärrucksack. Den haben wir ja selber. Aber ist der jetzt besser oder nicht? Keine Ahnung. Vor allem, wir zahlen mit 240. Wie viel haben wir denn überhaupt? 87. Habe ich jetzt echt das ganze Geld mitgenommen? Boah, das wäre ja traurig.
Komm mal, okay, hat sich erledigt. Trotzdem danke. Danke dafür. Naja, gut. Was soll's. Tja, Leute. Aber wir haben über eine Stunde. Stunde 10 Minuten, was soll ich sagen. Permafrost, cooles Spiel, coole Ideen, sehr nette Optik, gefällt mir richtig, richtig gut. Wir könnten jetzt die letzten Aufgaben noch machen, machen wir jetzt nicht, könnt ihr gerne machen selber. Wir haben es uns grob angeguckt, wie es abläuft. Wie gesagt, die Zeit, die wir verschenkt haben, tut mir sehr leid, aber bei mir, wenn die Marker falsch gesetzt sind, jetzt zum Beispiel ist der Marker hier drüben. Ich schaffe es durch die Kältezone und ich weiß nicht, also hier ist ja die Grenze, ich weiß nicht, ob die Grenze nur bis hierher geht und ob wir das machen dürfen oder nicht oder wie auch immer. Aber eigentlich nicht. Ja, eigentlich nicht. Ja, und ansonsten, was soll ich dazu sagen? Es ist schwierig einzuschätzen. Es kriegt von mir auf jeden Fall alleine von der Idee eine 8 von 10. Weil ich es einfach mega cool fand schon damals. Ich habe es auch gleich auf die Wunschliste gesetzt. Aber es ist noch ein bisschen unübersichtlich, noch ein bisschen kompliziert. Es braucht noch Feinschliff, das ist ganz klar. Ne? Aber die Ideen sind da und Potenzial hat es natürlich auch. Und deshalb definitiv Minimum eine 8. Ja, macht Laune. Zieht euch selbst mal runter, wenn ihr Bock drauf habt. Ansonsten sage ich danke fürs Dabeisein, danke fürs Zusehen und ja, auch fürs Abwarten, obwohl ich nicht gleich immer alles richtig gefunden habe. Und bis zum nächsten Mal. Vielleicht bei Permafrost, vielleicht bei einem anderen Spiel, wenn ich nicht schon erfroren bin. Und tschüss mit euch.